Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Lotus-Folge. Ich bin der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video. Ja, heute sind wir mal wieder unterwegs mit unseren Bussen. Ich habe einfach mal zwei gespawnt, denn die Modder sind einfach mal richtig, richtig flink. Innerhalb des ersten Tages kam schon das erste Repaint raus, hier FOM Hochschule, die Hochschule für Berufstätige hier in Berlin. Und es gibt ein weiteres Repaint, wo hier ganz groß drauf steht, Lotus Tools Early Access. Das ist nochmal ein absolutes Highlight. Wir sind auf der Karte Straßenbahn Forsthausen unterwegs in einer uralten Fassung. Also so wie ihr jetzt hier Straßenbahn Forsthausen seht, existiert sie gar nicht mehr. Die ist jetzt aktuell gerade am kompletten Neuumbau. Und ich habe es mal heute ein bisschen neblig gemacht, mal ein bisschen was anderes. Sehen wir sonst ja auch nicht so oft. Und ja, wollen wir hier so ein bisschen was schauen. Denn man kann natürlich den Bus schon so ein wenig konfigurieren. Und von daher würde ich mal sagen, starten wir mal den hier, den Kollegen. Und schauen mal, was wir jetzt hier dementsprechend schildern können. Schauen wir mal ganz kurz. Zielcodes, was haben wir denn hier? Ah, machen wir hier Zielcode 99. Erstmal RBL. Ja, das stimmt soweit. Und hier machen wir den Code 999. So. Und da haben wir eine Microdoset TV. Ja, also das passt hier. Und wenn wir das Ganze jetzt, ich glaube, auch nochmal machen. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt funktioniert, weil... Oh. Jetzt will er. So, machen wir das gleich hier nochmal. Und auch hier Zielcode 9999. Ja, dann haben wir das Ganze hier dementsprechend mal geschildert. Aber nee, es ändert sich nichts. Normalerweise kann man hier nämlich an den Seiten die Flipdots und alles was einstellen. Scheint wohl noch nicht so hundertprozentig integriert worden zu sein. Ist jetzt nicht so tragisch. Zeige ich euch denn, sobald das Ganze verfügbar ist. Ja, sonst sehen wir, es ist super, super neblig. Sieht eigentlich echt hübsch aus. Auch wieder mit dem Lichtkegel und alles sowas. Wie gesagt, wir hatten das vor Ewigkeiten mal mit der Straßenbahnfolge gemacht. Haben wir uns das Ganze mal dementsprechend mal angeschaut, wie es halt aussieht. Man kann halt ein bisschen was einstellen. Man kann die Sicht sogar bis unter 10 Meter machen. Und ja, von daher schauen wir, wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen, wie das Ganze sich so fährt halt auch, ne? So, die Sonne geht auch schon so ein bisschen unter. Ja, die Karte, wie gesagt, die wird von Grund auf komplett neu überarbeitet. Mit vielen eigenen Objekten halt wieder versehen. Dadurch, dass es halt eine sehr, sehr alte, sehr altes Backup ist, ist halt viel zerstört worden und das muss jetzt erstmal natürlich korrigiert werden, was jetzt nicht ganz so tragisch ist. Deswegen haben wir jetzt hier zum Beispiel diese ganzen Fehler drin, aber ich denke mal, das sollte halt in Ordnung gehen. Wir haben auch keine Ampeln mehr, dadurch, dass wir andere Ampeln scheinbar benutzt haben als die Standard-Lotus-Ampeln, ja, ist das leider verschollen. So, springen wir mal in den anderen Kollegen rein. Denn es wird wohl auch möglich sein, andere Getriebearten hier natürlich auch zu verwenden.
Wir haben jetzt mal hier dementsprechend mal ein anderes Getriebe genommen. Ob es jetzt natürlich jetzt funktioniert, ist natürlich die andere Frage. Ne? Das muss man jetzt dementsprechend erstmal testen. So. Nee. Leider das gleiche. Aber ich denke mal, da wird dann bestimmt doch die Tage wahrscheinlich denn nach Weihnachten, nach Silvester vielleicht denn weiter daran gearbeitet werden, dass das Ganze halt dementsprechend halt funktioniert, passt und so. Aber wie gesagt, die ersten Repaints sind wohl schon eine Mache. Und das finde ich eigentlich, wie schnell die Community sich darauf stürzt, immer auf so eine netten Sachen, finde ich persönlich schon ziemlich, ziemlich nice. Oh, ein bisschen schnell. Ja, wie ihr seht, ne, sobald Straßen, wie gesagt, hier überall verbaut worden sind, sobald Straßen existieren, könnt ihr also da mit dem Bus langfahren. Ob es jetzt so dafür gemacht ist oder nicht, ist eigentlich schon eine relativ coole Sache. Ihr seht da leider hier links hier zum Beispiel sind fehlende Texturen, die sind einfach nicht mehr da, sind nicht mehr auffindbar, also Lotus lädt sie halt nicht, sie sind da, aber Lotus lädt sie halt nicht. Dementsprechend muss ich jetzt komplett alle neu zuweisen, aber das Ganze wird hier sowieso nochmal komplett überarbeitet. Damit das Ganze natürlich dementsprechend auch deutlich besser aussieht. Aber das ist ein Akt, den ich mir dann in 2020 vornehme, die Karte komplett nochmal zu überarbeiten, vielleicht eventuell auch zu erweitern. Muss ich mal gucken, nachdem der Joe sich jetzt um die 68 wieder kümmert und leider durch den Festplattencrash seine aktuellste Version von Straßenbahn Forsthausen dementsprechend verloren hat, haben wir uns jetzt praktisch wieder, oder habe ich gesagt gehabt, pass auf, gib her, ich kümmere mich wieder drum und dann werde ich an dem neuen Update arbeiten und dementsprechend halt das Ganze auch ein bisschen auch verbessern, ne? Das werden wir mal machen. Wie gesagt, und hier ne, schön, wie gesagt, mit der Außenwerbung hier. Hinten natürlich die Werbung. Aber die Ampeln funktionieren hier noch gar nicht, oder? Schweben halt in der Luft, aber funktionieren nicht.
Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich persönlich... Ich persönlich finde es jetzt nicht schlecht. Streets of Lotus macht wirklich Bock. Ich habe auch schon so leichtes Kribbeln wieder halt an der Karte weiterzubauen. Ja, also mich wurmt es die ganze Zeit in den Fingern, weil wir haben hier eine gute Base. Ja, wir müssen das Ganze halt einfach nur nochmal aktualisieren dementsprechend. Und dann hätten wir hier auf jeden Fall eine schöne Route, die halt wirklich auch relativ lang ist. War ja damals mit Straßenbahn schon recht lang gewesen. Auf jeden Fall, ich finde, das Busmodul ist absolut top geworden. Bin mal gespannt, wann es denn losgeht, bis so die ersten Busse mal erscheinen. Ne? Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Wie gesagt, Repaints sind jetzt schon da. Da wird jetzt gemacht und getan. Da bin ich mal gespannt, was ich euch so in der nächsten Zeit mal alles so präsentieren kann hier so rund um Streets of Lotus. So, ich will noch ein Bild machen hier. So, perfekt. Brauchen wir noch für YouTube. Ja, sind da ja haufenweise Fehler drin. Schilder, die hier einfach so in der Luft hängen. Traumhaft. Hier ist der Master, ne? Oh, aber funktioniert sogar. Mann! Das Geräusch war. Naja. Es weiß ja nicht, ob die Ampel hier auf jeden Fall funktioniert hier. Ist egal, komm, wir fahren weiter. So, hier können wir natürlich nicht wenden. Ja, so sieht's also aus, Leute. So sieht's also aus, wenn das Ganze halt ein bisschen neblig ist hier im Bus. Wir sehen auch, ne, innen drinne,
ist noch keine wirkliche Beleuchtung drin. Das wird wahrscheinlich jetzt so auch so Stück für Stück jetzt 2020 dann wahrscheinlich verbessert, ausgebaut und natürlich optimiert. Ja, das sind natürlich dann so die Sachen, die man jetzt dementsprechend jetzt angeben muss. Natürlich auch weiterhin mit dem Tram-Modul muss weiter gearbeitet werden. Ich habe gelesen, dass jemand hier befürchtet, dass wenn das Busmodul jetzt kommt, es eventuell mit der Straßenbahn nicht mehr weitergeht. Das kann ich mir eigentlich in dem Sinne nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Lotus sich hiermit ein bisschen vielleicht jetzt ein bisschen mehr Arbeit aufgeheizt hat, weil jetzt, wenn man natürlich beide Parteien jetzt irgendwie gleichzeitig bedient, ne, wenn man jetzt zum Beispiel ein Update rausbringt, möchte man jetzt eventuell, weiß ich nicht, ich nagelt mich nicht darauf fest, jetzt nicht nur für eins jetzt ein Update rausbringen, sondern vielleicht für beide Sachen. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das Ganze jetzt so mit der Zeit verhält. Allerdings muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Ich hatte am Anfang ja auch so ein bisschen meine Zweifel, ob das Ganze funktioniert. Und ich muss auch sagen, das Gameplay-Material in Wemingen hat mich jetzt auch nicht so ganz vom Hocker gehauen. Aber jetzt mit der letzten Folge, die wir jetzt hier uns mal, wo wir uns das Streets-Modul jetzt mal angeschaut haben, mit VR, mit Lenkrad, mit Tastatur, egal wie wir gespielt haben, Multiplayer haben wir uns angeschaut. Heute mal bei anderen Witterungen. Und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich echt nicht traurig, hier diese 40 Euro ausgegeben zu haben. Wie gesagt, es sind 39,99 €, die ihr hier kaufen, bezahlen müsst für das Streets-Modul. Allerdings möchte ich hier nochmal betonen, es sind beides Standalone-Titel. Ja, also ihr kauft entweder nur Bus oder nur Straßenbahn. Ja, ihr müsst nicht beides kaufen, wenn euch das eine zum Beispiel gar nicht interessiert. Zum Beispiel das nächste Modul, was jetzt eventuell kommt, ist Flugzeug. Und beim Flugzeug, naja, da bin ich eigentlich schon wieder fast raus. Muss man mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Auf jeden Fall, ich kann eigentlich aktuell nichts Negatives finden, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, das bereue ich total, dass ich mir das Ganze jetzt hier dementsprechend gekauft habe. Also, um Gottes Willen, hier bin ich der Meinung, wir sind hier mit dem Busmodul auf dem Stand wie damals, wo der Lotus Simulator frisch erschienen ist mit dem GT6N. Und das hat sich jetzt ja auch mit der Zeit dann halt immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und so wird das wahrscheinlich hier mit dem MAN natürlich dementsprechend auch so sein. Sonst ist ja alles das Gleiche. Es hat sich ja sonst nichts verändert. Ja, wo viele schreiben, um Gottes Willen, es hat sich sonst halt weiterhin nichts verändert. Der Map-Editor ist der gleiche. Der Content-Tool ist der gleiche. Es ist alles das Gleiche. Der Inhalt ist komplett der gleiche. Nur, dass wir halt in den einen Modul nur Schienenfahrzeuge fahren können und mit den anderen Modul halt nur Straßenfahrzeuge fahren können. Mehr ändert sich an dieser ganzen Thematik nicht. Also wenn ihr zum Beispiel euch nur das Busmodul kauft, könnt ihr trotzdem den vollwertigen Karteneditor benutzen. Ja, und umgedreht natürlich genauso. Und von daher muss ich eigentlich sagen, ich bin echt positiv überrascht, hat mir sehr gut gefallen jetzt die letzten Tage mit Lotus. Bin mal jetzt gespannt, was jetzt in die Zukunft so bringt, jetzt, wann die ersten neuen Fahrzeuge erscheinen, wann vielleicht die ersten Busstrecken eventuell erscheinen. Ja, also das wird auf jeden Fall wieder eine aufregende Zeit hier mit dem Lotus-Simulator und auf die freue ich mich mega drauf. Ja, wenn ihr natürlich hier nichts mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall den Abonnier-Button drücken, vielleicht noch die Glocke, dann verpasst ihr sowieso nichts mehr. Und dann seid ihr updated, wenn hier immer irgendwas Neues im Lotus Simulator passiert, weil ich werde euch dementsprechend halt immer auf dem Laufenden halten, egal was es ist. Und das soll erstmal so ein bisschen so von meiner kleinen Testreihe erstmal so sein. Jetzt werden wir uns natürlich jetzt erstmal nochmal die letzten paar Tage widmen, jetzt nochmal ein bisschen was mit der Familie zu machen. Und dann geht es ja schon wieder auch ins neue Jahr rüber. Und dann ist sie, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann halt weitergeht mit dem Lotus-Simulator in Zukunft. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich natürlich, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt. Würde ich mich sehr drüber freuen, über Feedback. Und sonst sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, ciao, tschüss und bis denn.